Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd Nuzlocke. Im letzten Part haben wir Team Aqua vom Pyroberg vertrieben und haben gegen ein paar Trainer auf dem Pyroberg gekämpft. Und wir finden TM30 Blitzkanone. Nice! Wirklich nice! Und da dachte ich mir, wir reden heute wieder über ein bestimmtes Team. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich darüber reden kann, aber ich denke, wir werden einfach mal darüber reden. Nämlich, es geht, sollte man TMs randomisieren. Ich gehe davon aus, dass man ein Randomizer spielt, davon gehe ich natürlich aus, egal was man ist, randomized. Aber ja, sollte man auch die Attacken randomizen? Das ist ja auch wieder die Frage, denn die meisten, die vom Spiel vorgegebenen TMs sind ja eigentlich wirklich sehr gut. Erdbeben, Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl, Psychokinese, Spukball, Eisenschweif und noch viele weitere gute TMs. Deshalb die Frage, sollte man sie randomizen? In unserem Fall zum Beispiel sehen wir unsere guten, in Anführungszeichen guten TMs an. Panzerschutz, Horrorblick, Heilung, Bezirzer, Trickbetrug, Giftwolke, Wachstum, Metallsound. Das sind keine guten TMs. Zum Beispiel, statt Metallsound hätten wir Hitzekoller bekommen, aber Hitzekoller ist viel cooler, muss man auch sagen, und viel besser. Und ja, deshalb die Frage, sollten wir die TMs randomizen? Also, warum randomizt man also TMs? Einfach, dass man am Anfang vielleicht schon sehr geile TMs bekommt, statt Felsgrab, Steinhagel, Erdbeeren zum Beispiel. Oder einfach den Faktor, komm, bitte eine gute TM, es wäre so geil, wenn das eine gute TM wäre. Also, bei mir ist es zum Beispiel, ja, jawohl, wir haben eine gute TM bekommen. Also ich habe in der Saphir und in der Smaragd Nuzlocke jetzt die TMs gerandomized und in beiden Spielen sind keine guten TMs meistens herausgekommen und in der Feuerrot-Schwessock habe ich die TMs nicht gerandomized und da bin ich mit den Attacken eigentlich schon besser klargekommen. Da wusste ich schon, wann ich die TMs bekomme und wie ich sie mir einteilen kann. Aber hier ist es komplett anders. Hier muss ich hoffen, dass ich statt TMs, die ich kaufen kann, wie Blizzard, Feuersturm, Donner, Hyperstrahl, gute TMs bekomme. Aber das haben wir nicht. Was sehr schade ist. Aber man muss meistens ausgehen, wenn man die TMs randomized, dass man meistens die schlechten TMs ja am ehesten bekommt, denn die meisten Attacken sind ja eigentlich auch schlecht, muss man auch sagen. Zum Beispiel, kein Spiel im Competitive, Heilung, Heilung auf Mega Brutalander, das ist viable. Aber ja, Giftwolke, das spielt im Competitive keiner. Oder zum Beispiel, Panzerschutz spielt auch keiner. Also, das sind solche Attacken, die man im Competitive nicht spielt, aber wo man berücksichtigen muss, dass man diese, wenn man die TMs randomized, bekommen kann und die wir auch bekommen haben. Was ich sehr schade finde. Aber dafür ist auch wieder der coole Faktor dabei, dass du einfach aufgeregt sein kannst, ob es eine krasse TM ist oder ob es eine Bullshit-TM ist. Das ist ja auch wieder das Blöde. Aber ja, damit muss man aber umgehen. Ich hoffe, dass Welser schneller ist als Formeo. Danke. Und ja,
Es ist einfach der Faktor, hoffentlich eine geile TM. Und wenn du sie, wenn du keine geile TM bekommst, ist es halt so. Aber wenn du nie gute TMs bekommst, dann ist das nicht so gut. Zum Beispiel, die besten TMs, die wir bekommen haben, sind... Erstens, Intensität, in Anführungszeichen, Intensität kann auch schwach sein, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Dann Grabhammer ist eine sehr gute TM, die eigentlich Kraftreserve ist, was ja auch wieder geil ist, und deshalb kann es eigentlich fast jeder lernen. Geile Master Courage, die auch stark ist, kann fast jeder lernen. Die nächste Frage, soll man die TM und die VM-Kompatibilität ändern? So, hier können wir uns ein neues Pokémon fangen. Und es ist... Sandarmer. Ah, ihr versteht schon den Wortwitz. Sandarmer. Ich hoffe, ihr habt den Wortwitz verstanden. Aber kommen wir zu der Frage zurück. Soll man die TM-VM-Kompatibilität randomisieren? Also, wenn man die Pokémon randomisiert, dann kann es vorkommen, dass man kein Pokémon findet, was Zerschneider oder Fliegen kann. Deshalb sollte man eigentlich schon die VM-Kompatibilität randomisieren. Und wenn man schon die TMs randomisiert, sollte man auch die Kompatibilität randomisieren, denn sonst wäre es nicht so die Attacke, die drauf stand, sondern für die Attacke, die gerandomized wurde. Zum Beispiel Hitzekoller. Die ist gerandomized für Metallsound. Logischerweise müssten dann auch solche Pokémon wie Stalos Metallsound lernen. Aber man geht dann noch vom Hitzekoller aus, denn das Spiel denkt sich, das ist die Attacke Hitzekoller und Stalos kann diese Attacke nicht erlernen und deshalb kann Stalos auch nicht Metal Sound erlernen und deshalb sollte man auch die TM-Kompatibilität randomisieren, wenn man auch die TMs natürlich randomisiert. Und so die Frage, mit welcher Serie haben wir aufgehört? Ich habe keine Ahnung. Mit welcher Safari-Zone? Fällt mir eine Serie ein? Fällt es mir eigentlich? Okay, ja, mit Younger haben wir das letzte Pokémon benannt, aber es gibt keinen männlichen Charakter mehr. Leute, ich werde Karten suchen, eine neue Serie. So, die Serie, mit dem wir die Namen, die Pokémon benennen, wird Crazy Anatomy sein. Und seinen Namen nennen wir George. Denn warum nicht? Auch wenn dieser Charakter gestorben ist von Crazy Anatomy, können wir Sandama so benennen. George. Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt. Ich hoffe, man schreibt es so. George, ja, ich denke schon. So, hier kämpfen wir auch wieder gegen die Trainer, denn warum nicht? Welche Pokémon gäbe es hier noch? Geweihe, zum Glück haben wir Sand am Meer bekommen. Oder Metagross, ein Metagross. Metagross, versteht ihr es? Ein Metagross, weil Metagross. Okay, wir lassen die schlechten Wortwitze, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja wirklich solche schlechten Wortwitze. Oder zum Beispiel, findet ihr auch, dass TM05 der Brüller ist? Ich hoffe, ihr versteht ihn. Ihr wisst schon, TM05 ist Brüller und deshalb ist TM05 der Brüller. Ach ja, es gibt so schlechte Pokémon-Wortwitze. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema wieder zurück. Reden wir über die TMs, die man randomisiert.
Wie gesagt, ich denke, dass das wird das letzte Mal sein, wann ich TMs randomize. Also beim nächsten Randomizer werde ich die TMs auf jeden Fall nicht mehr randomizen. Wow. 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 Wir haben das erste Pokémon verloren. Wow. Wow. Durch einen Crit. Wäre es kein Crit, würde es Sejong auf jeden Fall überleben, auch wenn es nicht mehr auf 100% war. Ich weiß, dass das Pokémon auf plus 2 war, aber trotzdem das Sengo. Oh, Sengo, mein Nemesis. Fluch. Amanda wird Fluch, dann wechseln wir mit ihm aus und gehen zu Glurak und dann gehen wir auf Intensität, um das Vipitis zu besiegen. Okay, diesen Kampf werde ich jetzt speeden. Oh, ich denke, wenn wir jetzt zurückfliegen, werde ich nicht mehr hierher kommen. Also werden jetzt die restlichen Tränen hier besiegen und dann erst Sejong beerdigen. Wirklich sehr schade, dass Sejong gestorben ist. Es war seit dem Klimainstitut bei seitdem Part, als wir am Klimainstitut angekommen sind und dort Team Aqua vertrieben haben. Aber jetzt trennen sich leider unsere Wege. Aber dafür kommt ein neues Pokémon ins Team. Das ist ja auch wieder das Positive. Neuvariation. Aber reden wir über die TMs. Wie gesagt, ich denke, dass ich beim nächsten Randomizer Let's Play die TMs nicht mehr randomize. Einfach da ich weiß, die TMs, die es gibt, die sind gut und die will ich nicht randomizen. Ich hoffe, das ist verständlich. Und ja, man muss sagen, die meisten TMs, die ich hier bekommen habe, muss man eigentlich verkaufen. Was anderes kannst du mit denen nicht anstellen. Das muss man aber wirklich sagen. Pelipa. Eisstrahl, okay, der reicht aus. Aber wie gesagt, ich denke, beim nächsten Randomizer Let's Play, oder beim nächsten Randomizer besser gesagt, werde ich die TMs nicht mehr randomizen. Denn nach diesen Erfahrungen will ich die TMs nicht mehr randomizen. Aber wenn man eine Randomizer spielt und noch nie die TMs gerandomized hat, sollte man das schon mal tun, um eigene Erfahrungen damit zu haben. Stärke auf Pelipper, wir gehen nur auf Pelipper, denn Fritzblitz kann gegen unsere beiden Boden-Pokémon nichts tun. Okay. Fritzblitz hat Brille eingesetzt. Okay. Grabau auf Fritzblitz und Stärke auf Pelipper. Und ja, ich muss sagen, Girafarig überrascht mich jetzt eigentlich schon sehr, denn es ist auch seit dem Klimainstitut dabei, aber von den Neuzugängen macht es wirklich sehr gute Arbeit, aber auch LOL, wie geil, Erdbeben. Aber auch Lethalking macht eine gute Arbeit. Es hält viel aus. One-shottet auch die meisten Pokémon mit dem Bezirzer. Es würde auch viel mehr Pokémon one-shotten, könnte Stärke statt Bezirzer, aber durch die Kompatibilität kann es dies natürlich nicht. Was sehr schade ist. Und ich frage mich, wann haben wir den letzten Trainer auf dieser Route besiegt? Ich werde es hier ein wenig speeden, dass wir in diesem Part noch Sejong begraben können und auch im nächsten Part ein neues Teammitglied ins Team aufnehmen können. Mondstein. Okay, es hat sich ausgezahlt, dass wir hierher gekommen sind. Wir haben ja mal Nidorino gehabt, aber es ist ja gestorben beim dritten Orden, glaube ich. Wir haben Pi. Wir könnten Pixie spielen. Also, es gibt viele verschiedene Pokémon, die wir spielen können.
Aber, okay, Erdbeben. Oh, das fühlt sich so gut an, wenn man Erdbeben drücken kann. Erdbeben, bitte ein One-Shot bei beiden Pokémon. Das würde sich so gut anfühlen, Grit. Oh, Erdbeben in einen Doppelkampf drücken ist einfach so geil. Einfach, weil es das so eine starke Attacke ist. Lunastein und Zaunfell, lass mich raten. Mashok, okay. So. Grabhammer und Grabhammer, dass wir auf jeden Fall das Lunastein besiegen. Denn ich denke, das wird das einzige Pokémon sein, das Probleme jetzt macht. Erdbeben und... Okay, ich sollte aufhören zum Speeden, Entschuldigung. Aber dass Sejong in diesem Park gestorben ist, will ich es definitiv noch begraben. Und Skorgler ist ja auch ins Team gekommen. Ach, Entschuldigung, Girafarig ist schon ein, zwei Parts früher ins Team gekommen, aber Skorgler ist noch ins Team gekommen. Das macht okay Job, muss man sagen. So, jetzt fliegen wir zurück. Welser, unser Fisch, der fliegen kann und nicht unser Drache, der nicht fliegen kann. Wo sich jetzt Glutexa zu Glurak entwickelt hat, kann es fliegen, aber ich liebe das Moveset von Flammenwurf Eisstrahl sehr von Intensität. Statt Intensität würde ich am liebsten hier am Erdbeben lernen, aber so. Begraben wir jetzt unser Sejong. Vorerst nehme ihm noch die schöne Flinkklaue, okay. 14 Pokémon sind jetzt mit Sejong gestorben. Eigentlich sehr viele Pokémon, aber da es in Höhen wirklich sehr viele Encounter gibt, ist das nicht so schlimm. Sejong, danke, dass du dabei gewesen bist. Du hast uns beim Sextern wirklich sehr geholfen. Danke. So, was nehmen wir jetzt ins Team? Sehen wir uns zuerst George an. Ruhiges Wesen. Okay. So, welcher Typus fehlt uns? Wir haben ein Wasser, ein Feuer, ein Pflanze-Elektro-Pokémon würde uns gut tun. Voltoball. Sollten wir Voltoball ins Team nehmen? Ja. Ich habe Elektroball, denke ich, noch nie probiert. In einem Playthrough, also werden wir es jetzt ins Team nehmen. So, welches Item geben wir ihm? Lachsrauch natürlich. Und ja, ich bin zufrieden. Dann haben wir auch mal ein Elektro-Pokémon im Team und demnächst kommen ja auch die Wasserroten. Da ist Voltoball wirklich sehr gut und das und Team Aqua auch noch. Deshalb denke ich, werde ich es nur auf Level 30 trainieren. Oder bis es sich halt entwickelt. Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.